Boah, Christian, kannst du ruhig ein bisschen langsamer machen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten ist die Drohne jetzt in der Luft und Arne total gefesselt. Ja, das ist mein Auto, ne? Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einem neuen Vlog, Nummer 29, glaube ich. Es ist Sonntag, 14. Juli, kurz nach 5:30. Wir haben nicht gemäht. Und zwar, weil es gestern 10 mm Regen gegeben hat, heute jetzt schon wieder irgendwie so zwischen 3 und 4. Ja, also es war gestern, also am Samstag tatsächlich schon abzusehen, dass das definitiv nichts wird. Und deswegen bin ich heute mal wieder los gewesen auf Händlertour. Ihr habt ja schon eher mal gehört von meiner genialen Händlergruppe, die wir auf WhatsApp haben, die allerdings leider zum Nachteil für mich sehr, sehr Dithmarschen-lastig ist. Das heißt, es ist immer ein bisschen zu fahren. Aber ich habe da wieder ein neues Schnäppchen gemacht. Und da waren Nikolai und ich heute auf einer kleinen OKF. Heute Vormittag war es wirklich tolles Wetter. Der Regen kam erst heute Nachmittag. Und das will ich euch einmal zeigen, was ich da ergattern konnte. Eiler kann übrigens nicht nur Auto fahren, sondern auch Anhänger fahren. Also ich fuhr gerade vom Hof runter, dann sprang sie hinten auf. Und gekauft haben wir diese tollen, schweren, massiven Tröge. Ich habe die tatsächlich ohne Ladungssicherung gefahren und die haben sich nicht einen Millimeter bewegt. Die Biester, die sind so dermaßen schwer, das ist der Hammer. Massiv. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche alten Rohre sind, die sie da umgeschweißt haben oder so. Also das ist richtig schwerer Kram. Und dann mit diesen Holzdingern, einer ist ohne Holz, der ist auch ein bisschen kleiner. 4,50 Meter und der, glaube ich, hat 2,50 Meter oder so ähnlich. Und die wollen wir nachher da bei den Kälbern hinstellen. Die alten Holztröge, die sind ziemlich durch jetzt. Und auch fürs Futter nicht so richtig geil. Weil dadurch, dass das Holz halt ja, mit der Zeit schmierig wird, wird das Futter da schnell warm und gammelig. Und wir erhoffen uns von diesen Stahltrögen, auch wenn die jetzt ein bisschen rostig aussehen, doch, dass das Futter deutlich frischer, länger frischer bleibt, dadurch, dass die Tröge halt ja, leichter sauber zu halten sind. War eine tolle Tour mal wieder heute, oder? Ja. So, Nikola hat den Weidemann mitgenommen im Lader. Nimmst du hier runter? Der Lader steht ein bisschen nach vorne. Oh, macht nichts. Und dann stellst du die da an die Seite erstmal. Du müsstest ja eigentlich von dieser Seite alle abladen können mit dem, ne? Wir probieren das gleich mal. Sollen wir erst den kleinen Trog raus haben und den dann... Ja, erstmal soll der hier runter, der vordere. Okay. Oh ja, der riecht tatsächlich ein bisschen nach Kupplung. Mal gleich mal gucken, was da los ist. Schön mittig, ne? Kannst du mal gucken, wie den Zink geht? Das passt. Kipp mal ein. Kannst du erst ein Stück nach vorne ziehen, dann kannst du ihn noch mal ein bisschen weiter raufnehmen. Ja. Und es fängt wieder an zu regnen. Ne, ist das schön. Muss ein Stück zurückfahren. Jetzt da hinten bis hinten gegen. Gut. Höher. Ja, mach mal, der kippt nicht weg. Der hielt gerade eben ja auch.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an unseren Geschäftspartner, die Firma Kocklandtechnik, bei denen ich immer sehr spontan einen Anhänger leihen kann für meine Handelstouren. Ich hatte eigentlich gedacht, die passen auf meinen Wagen rauf, aber der ist tatsächlich nur 3 Meter lang und ja, das wurde mit dem großen Trog, der hier drauf steht, tatsächlich überhaupt gar nichts. Guck mal, da kann man jetzt auch sehen, hier auch, dass das irgendwie Rohrstücke gewesen sind oder so. Die haben hier so eine Verschraubung, da hinten auch. Das erklärt dann auch das Gewicht. Wofür das hier mal gewesen ist, das kann ich allerdings nicht sagen. Da ist wahrscheinlich irgendwie so eine Art Nackenrohr oder sowas eingespannt gewesen. Wollt ihr das in klein? Ja, sonst wäre das zu schwer. Ja, hoch. Einkippen. Gut. Nackenrohr in dem Sinne, also ein Gitter brauchen wir ja nicht. Wir haben ja da die Gitter und brauchen die Tröger nicht nur dann da entsprechend vorstellen. Müssen wir mal sehen, wie das denn passt. Das machen wir dann aber nächste Woche. Der war tatsächlich auch noch fast ein Stück zu lang für den geliehenen Anhänger. Der Landwirt hat den dann gegen seine Scheunenwand gestellt und hat hier mit dem Gabelstapler ein Stück gegengeschoben, sodass der ein kleines bisschen reinkam und dann passt er hier genau rauf. Sonst hätten wir den hier auf der Kante abstellen müssen. Und ich glaube, das wäre ohne Ladungssicherung definitiv gar nichts geworden. Gucken hier. Gut. Einkippen. Ja. Ich hätte den, glaube ich, sonst von der anderen Seite genommen. Ne? Ist mir egal, wenn du meinst, dass es besser geht. Weil dann habe ich die Holzseite zum Lader hin. Das stimmt. Dann machen wir das. So, jetzt hoch, einkippen. Einkippen, oder hast du ganz drinne? Achso, okay. Höher. Du musst den Fass oben rausheben, glaube ich. Noch ein Stück höher? Oder geht das jetzt? Ja. Hinten passt auch, glaube ich. Sauber. Wattenschwerer Ömmel. Ich hätte ja nicht Lust, das Ding mal irgendwie auf eine Waage zu stellen, wenn ich mal wüsste, wie. Hätten wir vielleicht mal den Anhänger. Oh, scheiße, Fliege. Den Anhänger mal vorher wiegen sollen. Dann hätten wir das vielleicht gewusst. Na, ne. Das krieg ich nicht mit einer Hand. Ja. Das ist meine Ausbeute. Ist gut, kannst hinstellen. Ganz nebenbei habe ich dann noch meine Kühlvitrine, die wir beim Hoffest stehen hatten, wo wir Kuchen verkauft haben drin, oder Milchprodukte, glaube ich, haben wir drin. Die habe ich ganz nebenbei dann auch gleich mitverkauft. Die habe ich dann ausgeliefert heute Vormittag. Das lag quasi auf der Tour, also 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und mit einem Plus im Portemonnaie nach Hause gekommen. Ich würde sagen, alles richtig gemacht, ne? So, wir bringen jetzt noch den Anhänger weg und dann ist Feierabend für heute. Hallo!
Royalties! Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Thomas Tiegling im Wahnsinn. Ohne Thomas dafür mit meiner Wenigkeit und Christian und Nils, Thies und Knut. Hier geht's weiter. Wir baggern jetzt das Ding aus. Wir haben die Lader da und hauen das direkt in den Behälter. Aber wir reden gleich weiter. Ich fahr's mal da runter. Ja, ich hab Angst, gebe ich zu. Boah, Christian, kannst ruhig ein bisschen langsamer machen. Einen leichten Angstschiss habe ich, glaube ich. Ja, ich glaube. Ganz schön schnell gewesen. Ich hatte leicht Angst. Kommst du von da ran? Oh, das wäre noch geiler. Puh. Ja, ich bin unten. Nein, ich bleib stehen. Aber Arne hat recht, das ist schon ziemlich ekelhaft. Das wirkt gar nicht so steil von da oben. Nimm den Bolz zurück. Ja, nimm den Bolz zurück mit. Der kann nicht los, wa? Gut. So, nochmal in Ruhe. Genau. Ja, wir sind wieder bei der Lagune. Heute ist Montag. Ja, wie gesagt, Firma Carsten Petersen ist da. Thies auf dem Bagger. Baggert jetzt den dicken Kram raus. Versucht das da hinzudrücken. Knut auf dem Telelader da von Carsten. Mit der Hochkippschaufel und dahinter, kann man jetzt gerade nicht sehen, ist Christian mit unserem Teleporter, mit der Leichtgutschaufel. Die kippen jetzt quasi den dicken Kram oben in den großen Behälter rein. Dadurch, dass das im Großen ja alles so ein dünner Kram ist vom Separieren, ist da ja nichts los. Das kriegen wir locker wieder untergerührt. Du musst aufpassen, dass da kein Müll mit reinkommt, keine Reifen, weil das wäre irgendwie nicht so geil. Jetzt kommt, ich glaube, Nils gerade, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist Nils mit unserem Recordia fast, mit dem 230er. Wir wollen noch mal gucken, dass wir ein bisschen Dünnes abgesaugt kriegen, weil jetzt haben wir da vorne ziemlich viel Dünnes. Der vom Lohner, der Wagen, kommt auch gleich noch mit der wassergekühlten Vakuumpumpe. Das ist irgendwie ein bisschen schöner als mit unserer Pumpe. Ja. Ist auch irgendwie wassergekühlt, gerade so einen dicken Kram hochziehen. Tatsächlich ein bisschen angenehmer. Ja, ansonsten läuft. Okay, ich korrigiere. Nils sitzt auf dem Teleporter da hinten und Christian ist mit dem Güllewagen gerade gekommen. So wird ein Schuh draus. Und ich sitze hier und warte. Ich schiebe gleich mal wieder was hin. Genau. So vorne ist das noch echt tief und es ist natürlich alles nicht so schön für den Lader hier. Gerade im tiefen Bereich. Höchst im Ball der Visco-Lüfter was anpaddelt da, gleich wieder zurück, dann ist das echt zu tief. Das ist echt nur Schweinkram. Das ist so schön extremer Schweinkram. Aber das nützt ja nichts. Irgendwie müssen wir ja vorwärts kommen. Nächste Woche kommt nämlich eine Firma für die Lagune hier. Inwiefern, was genau die jetzt machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ob die schon alles neu machen oder ob das erstmal vermessen wird. Keine Ahnung, werden wir sehen. Wir machen erstmal weiter hier, würde ich sagen. Und ich nehme euch auch mal mit. Glaube ich zumindest. Ich muss bloß sehen, wo die Kamera gut positioniert ist, ohne dass sie mir in die Scheiße fällt. Das ist übrigens der gleiche Thies mit dem 13er. Das ist 13er Thies. Ich glaube, dreht sich so wieder. Ja. Ich hoffe wirklich, die hält. Aber eigentlich reinfallen kann sie nicht, die kann sich höchstens verdrehen.
So, ab die Fahrt. Den Motor irgendwie im höheren zu lassen. Mit der Vorderachse ist nicht ganz so schlimm, ich glaube, ich nicht wiederkommen, aber sehen, dass der Motor oben einigermaßen oben aufbleibt und nicht hier voll schmiert. Temperatur die ganze Zeit im Auge behalten, aber das ist alles im grünen Bereich. Läuft schon. Was denn? Ach, wo ist denn hier der scheiß Tritt? Du riechst etwas streng. Echt? Dann fahren wir jetzt darüber und dann musst du das irgendwie aufschlagen. Messer hattest du jetzt, ne? Ja. Was? Nix, alles gut. Ich hab's gesagt. Ein Blick aber gerade. Ja, sieht man nicht mehr. Doch. Jetzt dahin und kannst sie aufschneiden. Kannst dich am Lader festhalten, ne? Ja, ja. Ich muss hier auch erstmal. Und wichtig ist, dass alle Folien. Ich kriege gerade eben den Fließ nicht durch, aber mit der neuen Klinge ging das jetzt. Okay. Einfach nur noch rein, oder? Ja, einmal so einen schönen Cut längs irgendwie. Soll ich den Arm weiter rüber drehen zu dir? Ja. Du läufst jetzt schon auf der Luftblase, ne? Ja, weiß ja, das ist hammer heftig, wie hoch das ist. Bist du eigentlich Bettennässer? Ja. Wenn du irgendwie Kacke an der Hose hast. Ja, hätte sein können, ich frage ja nur, für einen Freund. Sollte man nicht nur den Nagel lassen. Wie bitte? Ich sage, es gibt auch Momente, wo man nicht nur den Nagel lassen. Das ist aber nicht der Moment. Ich lasse dann deine Hand voll Scheiße nicht. Dann nehme ich ihn nicht mehr zurück. Wie bitte? Geht das nicht? Oh! Stöhn doch noch lauter. Was? Jetzt ist er noch drin. Ja, länger, mach ruhig. Du brauchst auch hier unten, du kannst auch nach rechts oder so. Du musst nicht in die Kacke rein. Das ist gar nicht so notwendig tatsächlich. Die Klinge ist neu. Oder willst du eine andere Klinge haben? Kommt hier schon Luft entgegen? Ja. Ist schon mal gut. Oh, jetzt passiert da was, wa? Ja,
Ja, wenn du sagst, da kommt was raus, dann lassen, dann fahren wir ein Stück weiter noch. Sie da vorne raufstellen? Oder willst du nämlich hierher kommen? Ja. Schau ich auch besser. Ja, wohl ist hier auch nicht so übertreiben, ne? Wollt ihr schon etwas sicherer arbeiten? Stehst aber auf festem Boden jetzt, oder? Steh auf der Folie, ja. Aber schwimmt die? Boah, doch. Ach klar, geht's doch noch tiefer eigentlich. Scheint ja. Folie. Ja. Alles für den Dackel, alles für den Club. Trink dein Lasse, heute Abend gibt's ein Getränk. Ja, ich muss wieder nicht so doll wie gestern. Oh, nicht nochmal bis halb zwei, du. Fahren wir nochmal da gleich ein Stück rüber. Oder noch weiter geradeaus. Mal gucken. Alter. Sehen, dass wir hier die Folie runterkriegen. Ja, da haben wir kaputt gemacht. Ich merke schon. Willst du die Rettung wieder gucken? Versuchen wir weiter vorzufahren einfach. Ich würde das nicht machen. Das habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht fahren wir erstmal wieder rückwärts. Einfach hier oder was? Ja, würde ich sagen, einfach irgendwie so ein. Machen wir auch nicht lang Cut da. Irgendwann muss das doch mal rauskommen da, ey. Ich pack das Messer hier hin, ne? Ja. Also die Kamera mitnehmen? Ich soll die Kamera mitnehmen. Stimmt auch wieder. Ich, also. Hast recht. Ich weiß ja nur nicht. Vielleicht nehme ich die Kamera. Wäre besser, ja. Man macht, glaube ich, am meisten Sinn. So. Wir verabschieden uns zum Mittag. Ja. Ja. Moin, herzlich willkommen zu Thomas Tiegling Wahnsinn ohne Thomas, dafür meine Wenigkeit. Heute ist Donnerstag, der 18. Und wir sind noch in der Güllelagune bei. Aber es wird, Christian freut sich, es wird weniger. Also da hinten ist sie schon leer, hier ist noch ein bisschen was, der Container ist noch voll. Aber das ist scheiße mit raussaugen mittlerweile, zumal weil da auch so viel Müll bei ist. Sollen wir mit dem Teleporter jetzt hier stehen, den Güllebehälter, der stand noch vorher schon da.
und Thies. Thies hat gefühlt alle Bagger mit, die Carsten durch hat. Wir haben hier oben seinen Elftonner stehen. Da hinten haben wir noch einen Lütten stehen. Der da hinten gehört nicht dazu. Aber da haben wir noch den Radbagger von Carsten. Da hinten steht immer noch der LKW. Matt steht am Güllebehälter und macht seinen Güllewagen leer. Hier mit dem Samson rausgesaugt. Hat aber jetzt eine Ölleitung kaputt. Jo. Das läuft hier auf jeden Fall. So. Tisi, läuft's. Hau ab, Fange festlegen.
Oder nicht? Setz dich hin, schneid dich an, mach dir gemütlich. Hallo zu einem neuen Food-Video. Moin! Ja, wir sind gerade in unseren Flächen in Walsbüll und holen Rouladen. Rouladen, ja. Wir holen ein bisschen Futter. Von Ballen. Damit Arne nicht trocken läuft. Ja. Unsere aktuelle Futtersituation ist ja nicht so berauschend. Und wir haben gedacht, dann holen wir uns hier ein bisschen was. Ja, holen wir zum Naschen. Leider keinen Ballenwagen gekriegt, daher mussten wir mit der Mulde los. Träger und Mulde. Irgendwie wird das schon funktionieren. Ja. Fürs Wochenende reicht das auf jeden Fall. Ja. Das hier. Also unser JCB-Telelader, die Ballenzange ist von unserem Lohner. Ja, dann haben wir hier unsere Kona, eigentlich eine Sandmulde. Und davor haben wir unseren kleinen T7-275. Oh, wir wollen irgendwie acht Frontballen wollen wir mitnehmen. Wir waren dann überlegen, noch eine Reihe oben drauf, aber wir kriegen die auf der einen Seite nicht ganz runtergedrückt. Wir wollen dann auch nicht doller drücken, nicht, dass sie kaputt gehen. Aber bei dem Unterschied, da wollen wir dann nicht noch eine Reihe oben draufpacken. Aber 8 Stück müssten auch erstmal reichen. Bis Wochenende. Auf jeden Fall. Hast du das gefilmt? Selbstverständlich! Wollte ich natürlich bei Jugend greifen wollen, ne? Ja, ist klar. Heute haben wir Freitag, den 19.07. Bestes Wetter. Ja, Samstag der 20. und dann sagt Thomas Typs. Ja. Hier kann man es jetzt gut sehen, ne? Der rechte, der liegt ganz unten. Den linken kriegen wir nicht ganz runter gedrückt und dann schmeißen wir da wahrscheinlich nicht noch einen oben drauf in der Mitte. Dann lassen wir das so. Immer noch extrem nass hier. Aber immerhin scheint mal die Sonne wieder. Herrliches Wetter. Aber auch hier unser Mais hier in Walsbüll. Das ist... ja. Nichts Tolles. Zu lange, zu kalt, zu nass.
man doch noch Korn überschmeißen. Ja. Was für eine Einreihe, das steht hier noch über der Klappe. Oder du kriegst ihn auf den Roller gedrückt. Ja, probieren. Kaputt geht es leider nicht so schlimm. Nö. Das ist wieder irgendwo gleich. Und da kam auch gerade ein bisschen Wasser raus. Ich habe jetzt auch die aus dem Wasser jetzt alle raus da. Und dann ging alle höher. Ah, schrecklich, wie nass das noch ist, ne? Mhm. Ja, klar, guck mal, ob die schon mal da runtergedrückt kriegen. Boah, ich würde sagen, trotzdem von uns. War es also erstmal wach? Ich denke. Also rein. Da sind wir wieder. Wir kommen doch noch mal ins Bild quasi. Moin. Wir wollten euch noch mal, ignoriert dieses Gequietsche, wir wollten euch noch mal einen kleinen Einblick von der Lagune geben. Da ist Henrik. Das Quietschen bedeutet, am Fett kannst du nicht liegen, da sind wir fest drin. Nee, genau. Er ist hochmotiviert. Und da unten ist Thies. Der ist hochmotiviert. Er holt jetzt die letzte Folie raus. Das ist quasi so eine ganz dünne, ja, Art Silofolie, würde ich fast behaupten, tatsächlich. Sieht sie zumindest aus. Das ist, glaube ich, eine Silofolie sogar, nicht nur die Art Silofolie. Die wickelt er scheinbar jetzt gerade auf. Die haben, da hinten haben sie einen Container stehen, in einem Knick da. Und ja, das läuft. Und danach muss er den letzten Schlubber noch einmal ein bisschen rausbaggern und von den Kanten runterkratzen. Ja, nächste Woche Freitag kommt die Firma und fängt an. Und ja, irgendwie, glaube ich, was hat Thies? 14 Tage oder so dauert das? Meine ich? Weiß ich nicht. Ja, irgendwie bummel die 14 Tage brauchen die dafür. Wir sind gespannt. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, würde ich sagen. Das war es jetzt auch tatsächlich von uns. Wir müssen gleich die Kamera abgeben. Ich glaube, Thomas wollte noch einmal mit euch auf die Felder, also ein bisschen was filmen und gucken. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn Thomas nicht mehr da ist. In der Halle, auf der Liegematte, auf der Liege, Sonnenliege, Hängematte. Irgendwo da, mit Bier. Tschüss. Mein letztes Lebenszeichen erstmal, bis ich auf dem Flieger sitze. Wir sind hier gerade am quasi Übergabe machen. Ich habe schon die Roboter-App an Kevin abgegeben und die Drohne habe ich jetzt gerade an Arne abgegeben. Was denn? Ja, was soll ich da denn jetzt hier? Was ist das denn? Ja, weiß ich nicht. So, ich gehe schon mal eins wieder ab. Wir drücken einfach mal alles. So, weiter. Nicht beitreten. Fuck. Waschmaschine gekauft. Ja. Kommt da zurück? Scheiße. Dann müsste ich wahrscheinlich meinen Account eingeben. Ach du liebes bisschen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten ist die Drohne jetzt in der Luft und Arne. Arne landet jetzt auf dem Mercedes. Total gefesselt. Ja, das ist mein Auto, ne? Ja. Also du kannst jetzt so landen oder eben, wenn du da auf Homepoint und dann rüber willst, dann landet er auf der Stelle, wo er zu Hause oder wo er gestartet ist. Schier. Herzlichen Glückwunsch zum Pilotenschein. Hier würde ich mir aber nicht von Thomas ausstellen lassen. Warum nicht? Was soll das denn heißen? Ich weiß nicht. Abends ging's Kuscheldach. Nee, nee. Naja, so weit weg bist du davon nicht. Ich bin erst genau über der Mulde. Ja, ich denke, das kriegt ihr hin. Wird schon. Wird schon, sagt er. Ach, dann geh auch. Für mich geht es dann morgen früh in den Flieger, wenn Kevin uns dann pünktlich abgeliefert gekriegt hat. Und dann sehen wir uns, ihr seht mich dann aus den, nur noch aus den USA die nächsten 10 Tage. Ich kann ja jetzt hier so symbolisch die Kamera übergeben. Dann kannst du die Verabschiedung schon mal machen. Was sagst du da denn immer? Ich habe immer den gleichen. Ich weiß nicht mehr, was du sagst. Also, macht's gut.
Macht's gut.